Willkommen beim Ländermagazin D16. Unsere Themen im Überblick. Menschenschlangen vor dem deutschen Konsulat in Hermannstadt, Rumänien. Warten auf die Ausreisegenehmigung nach Deutschland. Nach 850 Jahren enden Kultur und Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Weit über 250.000 haben Rumänien bereits verlassen. Zurück bleiben die Alten und die Erinnerungen. Vor genau 850 Jahren hatte König Geiser deutsche Siedler in die Hochee geholt. Die Siebenbürger Sachsen machten das Land urbar, entwickelten Handwerk und Handel, kamen zu Ansehen und Wohlstand. Davon bleibt im Jubiläumsjahr nur Wehmut. Eine andere Minderheit, andere Probleme. Die Slawen in Deutschland. Siedlungsgebiet die Lausitz, seit anderthalb Jahrtausenden. Die Sorben wurden verfolgt, unterdrückt und gehätschelt. Sie waren die Vorzeigeminderheit in der DDR. Sie sind mit ihren Tänzen und Trachten ein Pluspunkt im Tourismusgeschäft des Vereinigten Deutschland. Mit Millionenbeträgen wird versucht, ihre Kultur, ihre Lebensart zu erhalten. Doch reicht Geld alleine aus? Die Lausitz gehört zu den wirtschaftlich schwächsten Regionen Deutschlands. Der Braunkohleabbau zerstört den Siedlungsraum der Sorben. Viele müssen sich außerhalb einen Arbeitsplatz suchen. Eine slawische Minderheit in Deutschland, eine deutsche Minderheit in Rumänien. Zwei Beispiele für viele Volksgruppen, die ihren Platz im europäischen Haus neu suchen müssen. Sie haben eigentlich längst ihren Platz in Deutschland gefunden, die Sorben. Seit dem 6. Jahrhundert siedelt dieser slawische Volksstamm in der Lausitz, einem Gebiet, das heute zu den Ländern Sachsen und Brandenburg gehört. 70.000 Menschen bekennen sich zum Sorbentum. Auch wenn viele von ihnen nicht einmal mehr die sorbische Sprache beherrschen, so sind sie doch traditionsbewusst. Ihre Tänze und Feste ziehen immer mehr Touristen an. Das gilt besonders für das christliche Ostern, Hauptfest der katholischen Sorben. Früh um 7 am Ostersonntag im Dorf Radibur in der Oberlausitz. Hier im östlichsten Zipfel Deutschlands treffen die Reiter letzte Vorbereitungen zum traditionellen Höhepunkt des Osterfestes, der Pferdeprozession über Felder und Fluren. Schon seit Weihnachten bereiten sich hier die Menschen auf Ostern vor. In den sorbischen Dörfern dreht sich in den Monaten vor dem höchsten katholischen Fest alles ums Ei. Genauer gesagt, ums Eiermalen. Seit jeher gilt das Ei als uraltes Fruchtbarkeitssymbol. Mit vielfarbigen Mustern und Motiven, die seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegeben werden, bemalen die Familien die Eier nicht mehr nur zum reinen Vergnügen. Wie früher etwa, als man die Patenkinder damit beschenkte. Heute bieten sie die kunstvoll verzierten Kreationen zum Verkauf an. Auch die Jüngeren lernen die alten Wachs- und Kratztechniken, die aus dem simplen weißen Hühnerei ein begehrtes Kunstgewerbeobjekt machen. Eine Geduldsprobe, denn die filigranen Muster setzen sich aus feinsten Details zusammen. Selbst Könner müssen die Konturen mit einem Stift markieren. Ein paar Gemeinden weiter westlich in Ostroh. Die Glocken der kleinen Pfarrkirche, so will es der Brauch, müssen zum Zeichen der Trauer um den gekreuzigten Christus bis zu seiner Auferstehung am Sonntag schweigen. Mittags um 12 treffen sich die Jungen des Dorfes, ausgerüstet mit Holzklappern, die die Glocken ersetzen sollen. Lärmend ziehen sie von Haus zu Haus, um Christus, den Gekreuzigten, zu ehren. Dann versammeln sie sich vor dem Wegekreuz zum Angelusgebet für die Verstorbenen. In den sorbischen Pfarrgemeinden scheint die Zeit stehen geblieben. Seit Jahrhunderten haben sich die Bräuche kaum gewandelt. Am Nachmittag auf den Höfen überall das gleiche Bild. Die Pferde werden nun mit großer Sorgfalt gewaschen, geputzt und gestriegelt. Sie erhalten eigens zum Fest Papillotten in ihre Mähnen, Lockenwickler für mehr Volumen. Ob die Pferde von dieser Prozedur so ganz begeistert sind, ist fraglich. Doch Brauch bleibt Brauch.
Erst ein Pferd, das vom Schweif bis zu den Hufen geschrubbt und gebürstet wurde, ist laut Ritual sauber genug für den Osterritt. Es ist ja so, wer das einmal miterlebt hat, so richtig miterlebt hat, dieses Osterreiten, den lässt das nicht mehr locker. Der kann nicht mehr weg davon. Und dann kommen sie. Auf genau festgelegten Strecken zwischen zwei Nachbardörfern, denn begegnen dürfen sich die Prozessionen nicht, reiten sie in Gehrock und Zylinder hinter den Kirchenfahnen her, vor sich das Kruzifix. Unterwegs singen sie alte kirchliche Osterlieder in sorbischer Sprache. Der ursprünglich heidnische Brauch, die Felder im Frühjahr vor Schaden zu bewahren, ist christianisiert. Längst ist er zu einem festen Bestandteil des sorbischen Osterfestes geworden. Der Pfarrer des Nachbardorfes nimmt die frohe Botschaft von der Auferstehung des Herrn entgegen. Und der Kreuzträger des diesjährigen Zuges ist zuversichtlich, dass auch im nächsten Jahrtausend der sorbische Osterritt weiterleben wird. Osterbräuche sind nur ein kleiner Teil der slawischen Kultur in der Lausitz. In einem rein deutschen Umfeld wird es für die Sorben aber immer schwieriger, ihre Identität zu bewahren und nicht als Folklore-Attraktion für Touristen zu verkommen. Die Bundesrepublik Deutschland versucht mit einer Stiftung, Kultur und Lebensart der Sorben zu erhalten. Das Geld, das diese Stiftung zum Beispiel für Theater, Kindergärten oder Schulen zur Verfügung stellt, wird gemeinsam von Sachsen, Brandenburg und der Bundesrepublik aufgebracht. D16 wollte wissen, wie sinnvoll dieses Geld angelegt ist. Die Lausitz. Das ist die Oberlausitz im Nordosten des Landes Sachsen und die Niederlausitz im Süden des Landes Brandenburg. Die Niederlausitz mit dem Spreewald und der Bezirkshauptstadt Cottbus, die Oberlausitz mit der Hauptstadt Bautzen. Zwei Drittel der etwa 70.000 Sorben leben in der Oberlausitz. Deshalb ist in Bautzen auch der Sitz der Domowina, der Dachorganisation aller Sorben. Im Haus der Domowina befindet sich auch der eigene Rundfunksender. 5 Stunden täglich sendet er in sorbischer Sprache. Der Rundfunk und die eigene Zeitung wurden von der ehemaligen DDR-Regierung stark kontrolliert und zensiert. Das galt auch für die Domowina selbst, die strikt auf Regierungskurs gehalten wurde. Mit der Vereinigung Deutschlands wurden auch die Minderheitenrechte auf eigene Sprache und Kultur festgelegt. Die Selbstverwaltung der Sorben wurde garantiert. Die finanzielle Grundlage dazu schafft die Stiftung für das sorbische Volk mit 41 Millionen Mark. Das führte zu Neidgefühlen bei Teilen der deutschen Bevölkerung. Es fällt mit in den Zug der allgemeinen Zunahme des Hasses gegenüber allem anderen, des Ausländerhasses und so weiter. Und obgleich keine Massenerscheinung, aber man kann trotzdem auch feststellen, dass im gleichen Atemzug nicht nur eben Ausländer raus, sondern Ausländer und Sorben raus gerufen und an Häuserwände gemalt wird. Dabei ist die Höhe der Unterstützung für die Sorben nicht ungewöhnlich. Eine vergleichbar große Gruppe Deutscher erhält etwa den gleichen Betrag für Kultur und Bildung. Die Sorben in der Lausitz sind in der Minderheit. Deshalb ist es für sorbische Schulen schwer, genügend Schüler zu finden. 1400 nur sind es im ganzen Land. Die Stiftung will jetzt mit modernen technischen Geräten die Schulen attraktiver machen. Dennoch, die meisten Eltern schicken ihre Kinder auf eine deutsche Schule, weil sie den sorbischen Unterricht als Nachteil empfinden. Denn das Umfeld der Kinder ist deutsch. Die Zweisprachigkeit bringt Probleme. Ja, weil auch die Familie sorbisch ist, das ist dann besser, wenn man selber auch sorbisch kann. Zu Hause rede ich meistens Deutsch und mit meinen Freundinnen rede ich nur Deutsch. Ich bin sorbisch aufgeboren und habe dabei auch Deutsch gelernt. Ich habe einen Freund, der kann auch schon ein bisschen Sorbisch, weil der ein bisschen von mir gelernt hat. Amen.
Auffallend ist der gute Besuch sorbischer Kindergärten. Immer mehr junge Eltern legen Wert darauf, dass ihre Kinder zwar Deutsch lernen, aber in den Traditionen der sorbisch-katholischen Kultur aufwachsen. Hier scheint sich also eine Trendwende abzuzeichnen. Das Spielzeug übrigens bezahlt oft die Stiftung, da den meisten kleinen Dorfgemeinden das Geld dafür fehlt. Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. Durch Stiftungsgelder kann der sorbische Teil des Theaters getragen werden. Die Stadt Bautzen und die Landesregierung Sachsen haben jedoch nicht genügend Geld, um den deutschen Theateranteil ausreichend zu finanzieren. Deshalb ist das einzige zweisprachige Volkstheater der Bundesrepublik Deutschland insgesamt gefährdet. Wir waren schon in diesem Monat nicht in der Lage, den Beschäftigten pünktlich ihre Gehälter zu zahlen, weil die Mittel nicht flossen. Solche Probleme hat das sorbische Nationalensemble nicht. Diese rein sorbische Einrichtung mit 150 Musikern, Sängern und Tänzern wird voll aus der Stiftung für das sorbische Volk bezahlt. Als Reisetheater vermittelt das Nationalensemble die sorbische Kultur nach außen, in die Bundesrepublik Deutschland und in die ganze Welt. Zum Beispiel mit der Aufführung einer traditionellen sorbischen Hochzeit. So wichtig Geld für die Erhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen ist, auf Dauer überleben können die sorbischen Traditionen nur dann, wenn die Sorben in ihrer Heimat Arbeit finden. Und da beginnen die Probleme. Denn die Lausitz, das Siedlungsgebiet der Sorben, gehört zwar zu den landschaftlich schönsten, aber wirtschaftlich schwächsten Regionen der Bundesrepublik Deutschland. Der Tourismus, das ist der wichtigste Wirtschaftszweig für die Sorben in der Niederlausitz. Speziell im Spreewald. Über 2 Millionen Besucher haben im letzten Jahr den Zauber dieser Wasserlandschaft erlebt. Die Unterkünfte, wie in dieser Ferienhaussiedlung, sind noch nicht überall zufriedenstellend. Doch Hotels, wie hier im Schloss Lübbenau, entstehen zurzeit überall in der Lausitz. Direkt oder indirekt leben tausende Sorben von den Touristen. Ob durch Souvenirherstellung und Verkauf oder durch den traditionellen Flachkahnbau, wie hier die Familie Koal. Sie führt eine mehr als 100-jährige Tradition fort. Wie viele andere kann die Familie Koal vom Tourismus allein nicht leben. Der landwirtschaftliche Nebenerwerb muss sein. Für Niederlausitzer Bauern ein schwieriges Geschäft. Bei den kleinen Anbauflächen, die oft auch noch sumpfig sind, muss meist Handarbeit die Maschinen ersetzen. Und das ist teuer. Allerdings, Obst und Gemüse haben eine hohe Qualität, sodass sich auch die teure Ware gut verkaufen lässt. Doch die Existenzgrundlage der Bauern ist drastisch gefährdet. Und damit wird auch der ursprüngliche kulturelle Lebensraum der Sorben vernichtet. Denn ihre Siedlungen sind auf braunem Gold gebaut, auf Braunkohle. Wie hier am Dorfrand von Grötsch fressen sich die Riesenbagger ihren Weg frei. Bis zum Jahr 2000. Bis dahin wird der Tagebau wahrscheinlich eingestellt. Mehr als 37.000 Arbeitsplätze würden dann vernichtet sein. Damit nicht genug. Allein in den nächsten 2 Jahren sollen noch 50 Dörfer den Baggern zum Opfer fallen. Eine Hoffnung bleibt, neue Arbeitsplätze für die Niederlausitz durch die Rekultivierung dieser Mondlandschaft. Ein größerer Gegensatz zur Landschaft der Oberlausitz ist kaum denkbar. Aber die Menschen, die hier leben, sind im gleichen Maße von Arbeitslosigkeit bedroht.
Die Industrie der Oberlausitz ist zum großen Teil nicht mehr konkurrenzfähig. Die Maschinen sind veraltet, die Aufträge aus Osteuropa weggefallen. Die Folge? Durchschnittlich 2 von 3 Beschäftigten mussten entlassen werden. Wir haben in unserem Land überall Angst, wenn wir die Arbeit verlieren, wird auch die Sprache und damit auch die Identität Arbeit und Sprache zurückgehen, und das sind unsere Sorgen. Ein Handwerkszweig bietet besonders Jüngeren eine Chance, das Baugewerbe. Wie der Klempnermeister Florian Scholze haben sich viele Sorben selbstständig gemacht. Mut gehört dazu, auch der Mut zu hohen Schulden. Florian Scholze beschäftigt jetzt schon 6 Mitarbeiter und hat so viele Aufträge, dass er demnächst weitere einstellen will. Er hat es geschafft. Scholze kann auch künftig als Sorbe in seiner Heimat leben und arbeiten. Doch das gilt leider nicht für alle. Die meisten jungen Sorben sind gezwungen, ihre Dörfer zu verlassen und sich anderswo Arbeit zu suchen. Denn die Wirtschaftsförderungsprogramme der sächsischen Landesregierung werden sich, wenn überhaupt, erst in einigen Jahren auswirken. Hoffentlich ist es bis dahin für die sorbische Kultur und Lebensart nicht schon zu spät. Es wäre schade, gerade in einer Zeit, in der sich junge Sorben wieder verstärkt für ihre Herkunft, Sprache und Traditionen interessieren. Sie werden zum Beispiel bald Schwierigkeiten haben, solche katholischen Festtrachten zu kaufen. Die einzige, die die herkömmlichen Muster noch beherrscht und sie mit altem Seidengarn und in den entsprechenden Farben stickt, ist die 77-jährige Magdalena Schneider. Wenn sie stirbt, gibt es wohl bald nur noch maschinell hergestellte Massenware, vereinfacht, fantasielos. Also das ist sehr schade, weil niemand mehr das macht. Ganz wenige, und die machen das nicht so. Das muss ja auch ordentlich sein, sauber sein. Ja, das ist sehr schade. Minderheitenrechte sind Menschenrechte. So heißt es in den Richtlinien der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, vom Sommer 1990 in Kopenhagen. Das klingt gut, auch wenn es sich bei den KSZE-Beschlüssen nur um Absichtserklärungen und nicht um bindendes Völkerrecht handelt. Doch was nützt die beste Absicht, wenn es kaum...